Hier gebe ich den Bildschirm frei. So. Ach so, ich werde hier den Kopfhörer absetzen und bin dann eben sozusagen höchstens durch Chat oder so, wenn irgendwas wäre. Ich setze ihn dann Genau, wieder ich auf, werde sie wenn gleich es soweit geht. Ja, anmoderieren ja. und Und dann setze ich ja, ihn ab. Ja. genau, dann gebe ich hier das Video mit dem Ton. So, guten Abend oder guten Morgen, gute Nacht. Ich weiß ja nie so genau, wann diese Videos angeschaut werden. Wieder zu einer Vorlesung der philosophischen Kritik der medialen Massenpsychologie in Zeiten von Corona. Heute haben wir die Themen Freuds Herdentrieb, Hans Blumenbergs Visibilität und Henri Bergsons universelle Bildproduktion. Ich bin sehr gespannt darauf. Hans Blumenberg ist ein Autor, den ich sehr gerne lese, von dem ich auch die Essays, ich würde sagen, sehr beeinflusst bin. Deswegen bin ich hier besonders gespannt drauf. Genau, heute die Corona-Vorlesung. Morgen haben wir mit der HAB eine Vorlesung, wo Dr. Emanuel Seitz uns etwas über Schopenhauers Welt erzählen wird. Wenn es interessiert, bitte reinschauen oder später auf unserem YouTube-Kanal wird das auch zu finden sein. Aber jetzt übergebe ich das Wort an Professor Dr. Hans-Martin Schönermann. Ja, herzlichen Dank für die Einführung und herzlich willkommen. Ich setze jetzt mal mein Headset ab. Das macht doch einfach hässlich und deswegen will ich das hier nicht die ganze Zeit auf dem Kopf haben. Außerdem stört das. Ja, das Thema von Freud über Blumenberg zu Henri Bergson, das werden wir mal sehen. Jedenfalls, ich denke, da gibt es einige interessante sozusagen Verbindungslinien, die ich hoffe, herausarbeiten zu können. Und es geht jetzt zunächst mit Freud los. Das ist ja sozusagen seit die ersten drei Male, habe ich ja immer über die Massenpsychologie und Ich-Analyse im Wesentlichen bei Freud gesprochen. Und Freud analysiert unter anderem eben auch die Frage, wie die Herde überhaupt zustande kommt. Das denke ich, das ist auch ein interessanter Aspekt, den er entwickelt. Und denn schließlich, also Herde haben wir ja nun in der Corona-Politik an verschiedenen Stellen, nicht wahr? Die Herdenimmunität, da denkt man eben irgendwie an so eine Herde von Antilopen oder so. Und dann auf der anderen Seite haben wir einfach die Reaktion der Betroffenen, mehr oder weniger der Bevölkerung, die sich das Ganze weitgehend ohne zu murren gefallen lässt und ja in der Hinsicht natürlich durchaus mit einer Herde verglichen werden kann. Und gleichzeitig eben die Frage dieser Massenpsychologie, die sich in diesem Kontext stellt. Hier geht es, also Freud geht es dabei um einen bestimmten Aspekt, der, denke ich, wiederum in die Struktur einer medizinisch gelenkten Bevölkerung
ob man sie nun Herde nennt oder wie auch immer, die das in diesem Sinne eigentlich ganz gut unterfüttert. Freud widerspricht Wilfried Trotter, der ist 1872 geboren und 1939 gestorben, war ein britischer Chirurg und obendrein Sozialpsychologe, wohl auch recht bekannt. Also ich kenne ihn nur über Freud, ich kenne ihn nicht selber. Das kann ich ja jederzeit zugestehen. Und der geht im Grunde davon aus, dass es so etwas wie einen natürlichen Herdentrieb im Menschen gibt, dass der Mensch immer irgendwie die Nähe des anderen sucht, wie sich eben auch andere Lebewesen eben als Herde zusammenfinden. Und dabei, also in die Leute, die Materialien haben, ich will das jetzt nicht direkt einblenden, auch nicht vorlesen, das erste Zitat ist nicht so dramatisch. Was Freud von eben Wilfried Trotter erzählt, ist, dass sich nach Trotter der Einzelne unvollständig fühlt. Da wird sogar das Wort incomplete, also das Englische, wie gesagt, er ist Brite. Und wenn er allein ist, ja, sozusagen der Einzelne fühlt sich einsam, allein. Und das würde sich, so Trotter, eben schon in der Angst des kleinen Kindes zeigen, wenn es irgendwie allein gelassen würde. Dem wird Freud widersprechen, was ich hier interessant finde an der Vorstellung des Unvollständigen im Symposion von Platon. Da gibt es ja unter anderem die Geschichte um die Liebe, dass der Mensch ursprünglich ein Kugelwesen gewesen wäre, dass die Götter aber so geärgert hat, dass sie gedacht haben, wir müssen die schwächen, und daraufhin wurden sie halbiert. Und nun ist jeder quasi eine Hälfte und sucht die andere Hälfte. Das wäre sozusagen das Motiv für die Liebe im Symposion. Und wir müssen also unsere richtige andere Hälfte finden. Und das ist natürlich eine sehr skurrile Vorstellung, die eigentlich zur Antike gar nicht so sehr passt. Das kann man sagen, die waren eigentlich doch eher promiskuiv als monogam. Also deswegen auch eine seltsame Vorstellung, aber da gab es natürlich auch Monogamievorstellungen, und insoweit hin ist es jetzt auch nicht völlig absurd, dass es das in der Antike gab. Aber dann ist natürlich klar, dann ist sozusagen der Einzelne ist unvollständig. Und nach Trotter und sucht daher den Anschluss zum anderen. Der andere ist natürlich, das kennt man aus verschiedenen Philosophien, ist wie auch immer für die Selbstidentität, für das Selbstverständnis des Einzelnen natürlich wichtig, ob es sich dabei um eine Herde handelt. Dass, also ob das sozusagen auf der Grundlage eines Herdeninstinkts entsteht, das wird Freud eben noch in Zweifel ziehen und die Herde anders konstituieren. Und insoweit hin kann man sagen, ist zumindest diese Vorstellung, der Mensch ist einfach ein Herdenwesen, hätte einen Herdentrieb. Dem muss man auch so nicht folgen. Nichtsdestotrotz, eine Herde ergibt er auf anderen Wegen. Und sozusagen die Frage ist natürlich damit aufgeworfen, und deswegen gehe ich hier in die Anthropologie. Was ist der Mensch? Die berühmte Grundfrage Kants. Was ist der Mensch? Und damit zu einem Opus von Hans Blumenberg, einer der bedeutenden Phänomenologen und, sage ich mal, Philosophiehistoriker, speziell der Zeit der frühen Neuzeit bis heute, also die Entstehung der Moderne.
Wirklich ein durchaus ein sehr spannender Autor, der sich auch mit Fragen der Technik und mit Fragen der Lebenswelt beschäftigt hat. Vielleicht komme ich wenigstens noch zu dem Thema Lebenswelt, das weiß ich aber noch nicht. Jedenfalls Blumberg posthum ist ein über 1000 Seiten langes Opus 2006 erschienen. Das sind Texte aus dem Nachlass zwischen 1976 und 81. Also 1920 ist Blumberg geboren und ich glaube 1995 gestorben. Und diese Sammlung von Texten eben haben den Titel Beschreibung des Menschen und die sind eigentlich Blumenbergs Anthropologie. Und das Besondere an dieser Anthropologie ist, Blumenberg ist Phänomenologe, er kommt von Husserl. Und das heißt also, die Wahrnehmung steht im Vordergrund und im Zentrum der Wahrnehmung steht seit langem, man könnte fast sagen, naja, so langsam in den letzten 2000 Jahren hat sich das immer weiter verstärkt, natürlich das Sehen. Und also das ist mehr oder weniger heute fast die wichtigste Wahrnehmung geworden, Sehen und Hören, Tasten, Schmecken, Riechen sind sozusagen speziell jetzt für, ja, sagen wir mal, für die Erkenntnis, muss jetzt nicht unbedingt Wissenschaft die Erkenntnis sein, aber für die natürlich auch. Und für die ist das natürlich das Entscheidende, das Sehen und das Hören. Sehen ist natürlich auch im Hinblick auf die Schrift entscheidend. Um die Schrift zu lesen, müssen wir sie sehen, auch wenn es eine Blindenschrift gibt. Aber historisch geworden, primär ist natürlich die Schrift, die zu sehen ist. Und das ist sozusagen der anthropologische Fokus bei Blumenberg. Und mit dem Sehen, da darf ich das sozusagen antizipieren, mit dem Sehen sind wir nicht nur bei der Visibilität. Also Sehen heißt nicht nur, dass man sieht, sondern dass man natürlich auch entdeckt, dass man gesehen wird. Und also das ist sozusagen das, was Blumenberg unter Visibilität versteht. Und das führt, oder das kann man als Background dafür nehmen, wie sich mehr oder weniger seit der Fotografie die Bildproduktion eminent erhöht hat und das Bild in einem immer stärkeren Maße quasi unsere Erfahrungswelt prägt oder auch umgekehrt das Verständnis vom Menschen selbst. Und aber zunächst geht es mir hier im Anschluss an Blumenberg erstmal um die Grundfrage, die werde ich jetzt mal einblenden. So, wo sind wir denn hier? Da sind wir. Ja, also das erste Zitat habe ich jetzt mehr oder weniger so erzählt. Jetzt muss ich das hier noch ausblenden und jetzt sehe ich das hier jedenfalls richtig. Im Grunde ist diese, also Blumenberg 11, Beschreibung des Menschen, ich will es nochmal hier unten kurz einblenden, damit das jeder lesen kann, Hans Blumenberg, Beschreibung des Menschen aus dem Nachlass, also das ist etwa die Zeit, in der die Texte entstanden sind und ist eben erst 2006 erschienen. Und ich sagte ja schon, Blumenberg kommt von Husserl und damit eben von der phänomenologischen Schule. Husserl ist der Begründer der modernen Phänomenologie, die Erkenntnis eben als Erkenntnis von Phänomenen begreift, das heißt wahrgenommenen, in welcher Form auch immer. Und dass eben durchaus, das kann man schon bei Kant finden und das kommt hier auch gleich, die Frage aufwirft, was nehmen wir denn eigentlich wahr und was verstehen wir?
Also ich lese jetzt mal das, ich lese hier mal an. Im Grunde ist diese Klasse der phänomenologischen Schule durch eine gründliche Änderung der Fragestellung Kants gekennzeichnet. Sie fragt nicht mehr, was wir wissen können. Das ist, was kann ich wissen, was soll ich tun, was darf ich hoffen, was ist der Mensch? Das sind die berühmten vier Grundfragen Kants. Und natürlich, was kann ich wissen, heißt, wie weit reicht denn unsere Erkenntnis? Und sie reicht für Kant nicht bis zum Ding an sich, sondern eben hat von Kants Position aus bereits als Bedingung das Wahrgenommene. Und nur was wir wahrnehmen können, das und nur so weit wir es wahrnehmen können, können wir das irgendwie erkennen. Wie das jetzt im Detail bei Kant weitergeht, will ich hier nicht diskutieren, sondern jetzt hier im Weiteren. Sondern was zu wissen uns selbst auszeichnet. Als im Dasein angelegt ist, allein diesem Dasein aufs Höchste angemessen ist. Obwohl also vom Menschen nur die Rede sein soll, insofern er die höchste Aufgabe in sich vorfindet, ist es eben diese höchste nur und wiederum als die seine. Also das, was ist denn sozusagen, also sozusagen, was, welches Wissen zeichnet uns aus? Und das, finde ich, ist eine interessante Frage. Welches Wissen zeichnet uns aus? Das ist nämlich nicht mehr einfach das Wissen eben von der Natur an sich gar, was heute in jeder Hinsicht wieder populär ist. Also ganz egal, ob man da, wie auch immer, in die Naturwissenschaft schaut oder in die Ökologie. Natur scheint fast so etwas zu sein, das wir plötzlich erkennen können. Das ist natürlich im Grunde wissenschaftstheoretischer Unsinn. Wir können nur im Grunde wirklich wissen, wozu wir Wahrnehmungen haben, wie uns diese Wahrnehmungen vermittelt sind und wie wir die ja im Kopf verarbeiten. Also wie der menschliche Geist, die Gemütsvermögen, wie Kant das so schön ausdrückt, wie diese etwas erkennen können, beziehungsweise aus dem erkannten Material so etwas bilden wie eine Erkenntnis. Das ist also, das ist sozusagen der Subjektivismus bei Kant und man kann sagen, ja, in gewisser Hinsicht verlängert die Phänomenologie das, will aber gleichzeitig das auch hintergehen und sich nicht mehr auf diesen Standpunkt von Kant stellen. Und Blumenberg, und das finde ich hier interessant, eben die Frage, welches Wissen zeichnet uns aus? Was macht den Menschen zum Menschen? Und diese Frage, was uns eben auszeichnet, könnte man sagen, ja, welches Wissen ist denn das? Und da kann man auch, und da werde ich auch noch gleich nochmal hinzukommen, an Foucault erinnern, dass eben mit den Humanwissenschaften seit dem 18. Jahrhundert ein neues Verständnis vom Menschen entstanden ist. Und für Blumenberg ist das nun egal, aber Foucault stellt eine Frage sozusagen, wir haben ein neues Verständnis vom Menschen, der Mensch ist nicht einfach so da und jetzt erkennen wir ihn endlich. Sondern es ist ein neues Wissen, ein wissenschaftliches Wissen entstanden, das den Menschen auf eine ganz bestimmte Weise konstruiert. Das wäre die Foucault'sche Position. Ne? Und das nicht, das in diesem Sinne, das ist genau das, einer der Probleme, die wir gerade in einer Debatte haben, wo es immer heißt, aber die Wissenschaft sagt uns und die Wissenschaft hat Recht und die Wissenschaft ist objektiv und so weiter. Und wenn man das nicht anerkennt, dann gilt man als Wissenschaftsfeind. Das ist natürlich einfach ein ganz unwissenschaftliches Verständnis von Wissenschaft, von moderner Wissenschaft, die sich gerade dadurch auszeichnet, dass sie nicht selbstgewiss auf ihre Weisheiten blickt, sondern diese kritisch hinterfragt
und diese auch von allen hinterfragt werden können. In diesem Sinne gibt es keine Autorität von Wissenschaftlern. Diese müssen sich jederzeit einem öffentlichen Diskurs eigentlich stellen, wenn sie nicht geschützt werden medial, wie wir das eben quasi in der Corona-Politik gesehen konnten. Die Medien haben im Grunde das kolportiert, was die führenden Mediziner, die medial präsent waren, vorgegeben haben. Und kritische Hinterfragung fand da keinen Platz. Und die, die sozusagen abweichend irgendwie stimmten, die wurden beiseite gedrängt. Und das ist natürlich eigentlich Medizin, also wissenschaftstheoretisch, eine völlig fatale und unwissenschaftliche Attitüde, mit der da umgegangen wurde. Und einen Schritt weiter, das, was Blumberg hier eigentlich fragt, was zu wissen uns selbst auszeichnet, was macht den Menschen zum Menschen? Und um das sozusagen nochmal mit Foucault zu ergänzen, sozusagen dieses Wissen, das wir haben, macht uns zu einem bestimmten Menschen. Und dieses Wissen ist eben nicht das Wissen von der Natur an sich. Ich sage jetzt wirklich von der Natur an sich, denn objektiv ist immer subjektiv. Das Objekt ist im Fokus des Subjekts. Deswegen ist objektives Wissen in unserem Alltagsverständnis, ja, sieht das so aus, als wäre das das adäquate Wissen, aber adäquates Wissen gibt es gar nicht. Und objektives Wissen ist auf der Grundlage des Subjekts, also ist subjektiv. Und deswegen kann man sich da noch so hinstellen und sagen, aber das ist objektiv. Ja, ja. Dummerweise hat sich diese Verwendungsweise weitgehend eingebürgert, dass man meint, objektiv, das ist das richtige Wissen. Nein, das Wissen ist immer, hat immer seine bestimmten Grundlagen und von diesen Grundlagen geht es aus. Und so kann man sagen, was zu Wissen uns selbst auszeichnet, das ist zunächst mal das Wissen über uns selbst. Kann man sagen, ob nun Freud, ob die Medizin, ob die Philosophie, die fragt natürlich durchaus nach dem Menschen und über diesen Blick auf uns selbst. Aber der ist nicht unverstellt, der ist nicht einfach jetzt der Objektive, während früher waren die alle irgendwie falsch gelegen, sondern jetzt haben wir ganz bestimmte Methoden. Das sind eben nicht nur die Methoden der Medizin, die sowieso nur zu einem nicht allzu großen Teil quasi sich auf Naturwissenschaften berufen kann. Aber es ist medizinisches Wissen und das ist natürlich für unser Selbstverständnis, das hat man einfach in der Corona-Politik gesehen. Es war schon vorher da und es ist seit einigen hundert Jahren, seitdem die moderne Medizin ihre Anfänge hatte, etwa im 17. Jahrhundert, zusammen mit den modernen Naturwissenschaften. Seit dieser Zeit ist das Wissen, das uns selbst auszeichnet, ist das Wissen über uns selbst und dieses Wissen über uns selbst, das ist zu einem erklecklichen Teil quasi Gegenstand der Medizin und das ist etwas, ich meine, man kann ja sagen, die Leute interessieren sich eminent dafür, aus diversesten Gründen, denen will ich jetzt hier nicht weiter nachgehen. Sie interessieren sich dafür, aber im Grunde im Wesentlichen vertrauen sie den Medizinern, ne? Oder sagen wir ruhig den hübschen Experten. Und die haben das Wissen, was der Mensch ist. Und damit werden wir alle praktisch in unserem Selbstverständnis
werden wir wesentlich durch eine medizinische Epistemologie, also ein medizinisches Wissen geprägt, das uns als ein bestimmtes Wesen, nämlich ein medizinisch zu erkennendes Wesen, auszeichnet. Und damit ist natürlich die Macht der Medizin schon an dieser Stelle eminent. Mal abgesehen von den Verflechtungen mit der Politik und dem Staat, den Administrationen und so weiter. Und die Frage ist damit natürlich, die Blumenberg hier trotzdem auch noch aufwirft, was wäre denn sozusagen auf die höchste Weise unserem Dasein angemessen? Das versteht sich nicht so ohne weiteres von selbst, dass das das medizinische Wissen ist. Aber wenn unser Dasein durch die Medizin, das Verständnis unseres Daseins durch die Medizin wesentlich geprägt wird, dann ist das natürlich, dann sieht es so aus, als wäre das auch genau das höchst Angemessene. Und genau so ist es gerade in der Corona-Politik verkauft worden. Umgekehrt aber eben durchaus schon seit langem wird der Mensch medizinisch interpretiert. Und dabei als nächstes, das ist ein Gedanke, da den könnte man sagen, also den hat vorher schon in gewisser Hinsicht Michel Foucault formuliert, wenn auch auf eine andere Art und Weise. Damit komme ich zum nächsten Zitat. So. Ja, das zweite Zitat hier, die Idee der Wissenschaft enthält das eigentümliche Verschwinden des Menschen als Gestalt, als Individuum, als konkrete Figur aus der theoretischen Szene, wo er sich an sein Selbstinteresse unter dem Schlagwort der Bildung klammert, hält ihm auch der Positivist und gerade dieser die kopernikanische Konsequenz seiner exzentrischen Unwichtigkeit vor Augen. Das ist, also damit schließt Blumenberg unter anderem auch an die Kritik an, die am Ende des 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts fleißig formuliert wurde, im Wesentlichen von konservativer Seite, auch von religiös inspirierter Weise. Also ich darf ja auf Max Scheler verweisen, einem der großen Ethiker, einem Vordenker, mehr oder weniger ein Erneuerer des Katholizismus. Der stirbt nicht allzu alt, 1928. Und auf Gabriel Marcel, den katholischen Existenzialisten, der stirbt 76, wenn mich nicht alles täuscht, ist 1989 geboren, im selben Jahr wie Heidegger und Wittgenstein. Und die kritisieren gerade die Medizin vor dem Hintergrund, dass diese doch letztlich den Menschen, den lebendigen Menschen nicht erfasst, sondern im Grunde nur einen allgemeinen, ne? Ein allgemeines Verständnis vom Menschen hat, also man könnte sagen, einen Idealmensch. Das ist sozusagen der springende Punkt dabei. Also das eigentümlich Verschwinden des Menschen als Gestalt, als Individuum. Foucault spricht gar vom Tod des Menschen. In 1966, 67, in einem seiner spannenden Bücher, Die Ordnung der Dinge. Und da stellt er die These auf, dass der Mensch im Grunde erst als dieses Lebewesen medizinisch-biologisch bestimmt, etwa seit, 1700 existiert. Und weil er eine junge Gestalt ist, wird er auch irgendwann verschwinden. Also wir haben nicht, und das ist aber also sowohl bei Foucault wie auch hier, das eigentümliche Verschwinden des Menschen als Gestalt, als Individuum. Das kommt sozusagen auf der theoretischen Ebene im Grunde nicht vor. Es ist Wissenschaft, moderne Wissenschaft, egal ob nur Biologie, Medizin, Naturwissenschaften im weiteren Sinne, die erfassen sozusagen nicht das Ereignis, sondern sie erfassen immer nur eine Vielzahl von Ereignissen quantitativ.
Und deswegen ist sozusagen die Naturwissenschaft in gewisser Hinsicht, also sie kann überhaupt nicht dem einzelnen Geschehen angemessen sein. Heisenberg sagt 1955 im Naturbild, dann in seinem Buch Das Naturbild der heutigen Physik, dass der Mensch sich quasi auch in der modernen Physik nur sich selbst wieder begegnet, beziehungsweise dass die moderne Physik nicht über die Natur spricht, sondern über das menschliche Verhältnis zur Natur. Und insoweit hin ist das einerseits eine Kritik, dass dieses Wissen sowieso ein konstruiertes ist. Und dass dieses konstruierte Wissen, das kommt jetzt hier vor allen Dingen zum Ausdruck, als konkrete Figur aus der theoretischen Szene verschwunden ist. Also aus der eigentlichen wissenschaftlichen Szene ist der konkrete Mensch verschwunden. Er wird sozusagen als Idealmensch wird er immer perfekter erfasst. Und es gibt sogar schon Identifizierungen, ja, die Genetik. In der Genetik kann man sozusagen, aber man konnte auch Eigenheiten des Individuums, kann man medizinisch natürlich bestimmen. Also wenn irgendwo eine Leiche liegt, dann kann man eventuell durch bestimmte Eigenschaften dieser Leiche bestimmen, wer es gewesen ist. Das ist schon klar. Darum muss man sich ja auch aus ganz anderen Gründen kümmern, nämlich aus polizeitechnischen Gründen. Die Medizin ist schließlich der Herr über Leben und Tod. Niemand kommt ohne sie auf die Welt und niemand geht ohne sie von derselbigen, jedenfalls in den allermeisten Fällen. Und also unter Normalumständen, na, ist klar. Also wenn jemand irgendwie im Gebirge verschwindet und nicht mehr auftaucht, dann ist das ein anderes Problem. Also jedenfalls das eigentümliche Verschwinden des Menschen als Gestalt, als Individuum. Das ist eben einer der Punkte, von denen man sagen kann, dazu hat die moderne Wissenschaft und insbesondere Medizin wesentlich beigetragen. Wenn er jetzt hier, das finde ich auch noch ganz interessant in diesem Kontext, das Gegenmodell, ja, das wäre quasi, wenn er hier mit Bildung kommt, wieso kommt er da mit Bildung? Was soll jetzt hier plötzlich die Bildung? Nun ja, das Individuum, das, naja, entsteht in der Renaissance, spielt aber natürlich im Zeitalter der Aufklärung im 18. Jahrhundert und dann noch verlängert bis ins 19. Durchaus eine wichtige Rolle. Und das Individuum hängt natürlich oder beruht auf seiner Bildung. Ende des, naja, so ab dem letzten Drittel des 18. Jahrhunderts entsteht zumindest in der deutschen Literatur die Gattung des Bildungsromans. Und da geht es genau um die Bildung des Menschen. Und zwar natürlich des Individuums. Und ja, das können Sie bei Goethe im Wilhelm Meister lesen, bei Stifter im Nachsommer oder bei Wieland im Agathon. Und noch bis hin zu Thomas Manns Zauberberg, das ist auch ein Bildungsroman. Und die Blechtrommel von Günter Grass ist der Antibildungsroman, der Held bildet sich nicht mehr. Und ja, aber gegenüber diesem heroischen oder sich selbst bildenden, sich entfaltenden Menschen, was ja auch gerade seit den 60er, 70er Jahren durchaus zunehmend in ein Bewusstsein einer etwas breiteren Öffentlichkeit trat. Da sagt mehr oder weniger der Wissenschaftler, was willst du denn? Du bist doch völlig unbedeutend unter dem Blickpunkt des Universums, des Planeten. Oder man könnte auch sagen, der Nation. Dass also sozusagen die Bildung hilft nicht, aus sich einen besonderen Menschen zu machen. Das ist ein unsinniges Unterfangen. Und bestimmt wird der Mensch durch die Wissenschaft, aber letztlich nicht mehr als Individuum. Und dabei ist eben die Medizin eine der zentralen Institutionen, die genau das Wissen, also sozusagen, was zu wissen uns auszeichnet, uns zeichnet ein bestimmtes Wissen von uns selbst aus. Und das ist im Wesentlichen in bestimmten Bereichen der Wissenschaften zu Hause, anstatt dass es
sozusagen bei den Individuen ist, die wehren sich. Also es ist natürlich nicht so, dass die Wissenschaft und insbesondere auch die Medizin unwidersprochen akzeptiert wird. Das kann man ja auch schon seit längerem beobachten, dass gerade die Medizin, die hatte sogar im 18. Jahrhundert fast noch einen unwidersprocheneren Stellenwert. Naja, man denke an Molière, der eingebildete Kranke, das war auch nicht ganz so. Also den Widerstand gegen die Medizin gab es auch schon im 18. Jahrhundert. Aber da gab es halt auch die Idee, dass der Arzt eigentlich der Revolutionär ist und der sagen kann, was die Regierung eigentlich zu tun hat. Und man könnte fast sagen, von Lanthenin, einem Girondisten in der Französischen Revolution, der das gesagt hat, bis zu den Medizinführern der Corona-Politik. Das wäre dann genauso, die sagen, wie die Politik richtig zu funktionieren hat. Und also was zu wissen uns selbst auszeichnet, ist nicht das Wissen um das Individuum, ist nicht das Wissen um sozusagen das Ereignis, ist nicht das Wissen um die Kontingenz. Das Hannah Arendt sagt, der Mensch ist der Gebürtliche und als Gebürtlicher, ich gehe jetzt hier erstmal wieder raus, damit Sie mich mal wieder sehen, und dass mit jedem Menschen sozusagen ein Moment des Zufalls in die Welt kommt, dem werden mehr oder weniger Vertreter der Digitalisierung einfach widersprechen, Algorithmen erfassen alles und wir wissen, wo du bist, wer du bist und was du gerade tust und vor allen Dingen, was du denkst. Das ist sozusagen das Prinzip der Digitalisierung. Aber deswegen, das ist auch eine Selbstillusion dieser Digitalisierung. So einfach ist es sicher nicht. Nur es ist klar, es ist ein anderes Zusammenspiel. Natürlich, durch die Digitalisierung kann die Medizin ja auch viel intensiver zugreifen. Und das sozusagen in der Tat noch konkreter werden, ja, vermeintlich das Individuum im Grunde selber konstruieren. Ne? Das ist, und dann ist man wirklich das, was die Medizin von einem denkt, dass man ist. Ich werde noch mit Blumberg da weiter dazukommen. Jetzt erstmal noch, also damit haben wir haben ein Wissen, das sozusagen durch ein System, nämlich das Medizinsystem, präsentiert wird. Dort ist der Diskurs, der medizinische Diskurs zu Hause. Zudem, ganz im Sinne von Foucault, gehören genauso die Hospitäler mit ihren Gemäuern wie die Maschinen, die Siemens liefert, unter anderem natürlich. Und so weiter. Das gehört alles zu diesem Diskurs. Damit haben wir einen Diskurs, der sehr prägend ist, der im Grunde das Wissen um das Individuum selbst meint zu repräsentieren. Damit ist natürlich auch so ein Element der Herde gegeben, die natürlich das einzelne Schaf wird vom Hirten auch angeschaut. Das kann man auch bei Foucault in den Gouvernementalitätsvorlesungen finden. Das Pastorat, der Pastor lenkt die Herde, ist der Schäfer, der die Herde lenkt und der jedes einzelne Tier kennt. Die Medizin kennt jeden einzelnen Menschen, ne, und beobachtet ihn, ne, und schreibt ihm vor, was er zu tun hat, zur Not mit polizeilicher Gewalt. Und das ist aber in dem Fall natürlich das System. Jetzt wäre die Frage quasi Trotter gegen Freud.
Ich will auf die Seite von Freud treten und trotzdem eben den systematischen Aspekt betonen und den Aspekt wiederum, den Freud betont, nämlich den Führer, den will ich sozusagen systemisieren. Es ist die Organisation, also die Administration. Aber damit zurück zum nächsten Zitat und damit zurück zu Freud. Wo sie da, genau. Ja, also Freud schreibt eben gegen Trotter, aber gegen Trotters Darstellung, dass es so etwas wie eine Art Trieb gibt, Herdentrieb. Und der ist auch konstitutiv, sozusagen das kleine Kind fühlt sich allein, wenn es allein ist und schreit und so. Aber gegen Trotters Darstellung lässt sich mit besserem Recht als gegen die anderen einwenden, dass sie auf die Rolle des Führers in der Masse zu wenig Rücksicht nimmt, während wir doch eher zum gegenteiligen Urteil neigen, dass das Wesen der Masse bei Vernachlässigung des Führers nicht zu begreifen sei. Der Herdeninstinkt lässt überhaupt für den Führer keinen Raum. Dieser kommt nur so zufällig zur Herde hinzu und im Zusammenhang damit steht, dass von diesem Trieb aus auch kein Weg zu einem Gottesbedürfnis führt. Es fehlt der Hirt zur Herde. Also das Argument gegen Trotters Darstellung, dass die Menschen durch einen Herdentrieb, eine natürliche Anlage gezeichnet sind. Also in der Tat Sexualtrieb mit dem Sexualtrieb vergleichbar, dem widerspricht Freud hier sozusagen auf verschiedene Weise, dann bräuchte es eigentlich keinen Führer. Es bräuchte dann überhaupt keinen Führer, sondern sozusagen die Herde würde sich quasi selbst organisieren. Und naja, wenn zufällig irgendeiner sich da heraushebt und alle hinter dem herlaufen, dann ist das eben so, der Führer käme nur einfach dazu. Er ist nicht notwendig. Für Freud ist er konstitutiv. Und ja, dieser kommt nur also zufällig hinzu und dann eben auch keine Erklärung des Gottesbedürfnisses. Das hängt natürlich mit der Freudschen Kulturtheorie und der Erklärung von Religion, der Rolle der Religionen ab, dass diese ja bei ihm in seiner Kulturtheorie eine zentrale Rolle spielt. Und dann könnte man im Grunde eben Religion nicht mehr erklären, wenn man sagt, es gäbe so einen Herdentrieb. Sozusagen, wenn es einen Herdentrieb gibt, dann bräuchte man weder einen Führer noch einen Vater, noch Söhne, die diesen Vater irgendwann umbringen, die ihn dann sozusagen verehren und letztlich vergöttlichen. Und daraus entsteht letztlich, also daraus entsteht dann die Religion. Diese Form des Gottesbedürfnisses könnte man dann im Grunde nicht erklären, die historisch ja zu sehen ist, sagen wir es mal so. Und ja, und dann heißt es hier noch weiter, außerdem aber kann man Trotters Darstellung psychologisch untergraben. Das heißt, man kann es zumindest wahrscheinlich machen, dass der Herdentrieb nicht unzerlegbar, nicht im Sinne primär ist wie der Selbsterhaltungs- und der Geschlechtstrieb. Dass der Primärprozess bei Freud ist in der Regel der Geschlechtstrieb. Und Selbsterhaltungstrieb wird hier noch 1921 mit betont. Aber eigentlich ist für Freud sozusagen der Primärprozess der Geschlechtstrieb. Und ja, der Herdentrieb ist eben in diesem Sinne nicht ein originäres Bedürfnis, nicht eine originäre Triebstruktur, kann man sagen, sondern etwas, das erst langsam entsteht. Das finde ich auch eine interessante
Eine interessante Bemerkung, denn sozusagen, wie entsteht die Herde, ob nun ein Trieb dahinter steht, das ist die andere Frage. Aber jedenfalls, wieso entstehen überhaupt solche Herdenstrukturen? Freud nennt ja, benutzt ja an anderer Stelle das Wort Horde. Und ja, damit komme ich sozusagen zurück nochmal zu Blumenberg. Es ist ja so eben, ja, also jetzt geht es, was ist der Mensch? Diese Frage im Grunde, was ist der Mensch? Wodurch ist er gekennzeichnet? Durch einen Herdentrieb, durch einen Selbsterhaltungstrieb, durch einen Geschlechtstrieb. Bei Freud ist es auf jeden Fall mal der Geschlechtstrieb und der Selbsterhaltungstrieb. Und damit aber wieder sozusagen die Kantsche Grundfrage, was ist der Mensch, ja, gekennzeichnet durch Geschlechts- und Selbsterhaltungstrieb und wie kommt er zur Herde? Eben da könnte man wieder einen kleinen Umweg einlegen und nicht einfach bei Freud weitermachen. Hier schreibt Blumenberg, man kennt sich selbst nicht gut. Das ist das eine und dem ist schwer zu widersprechen. Das andere steckt in der Frage, aber wer kennt einen besser? Um das am Punkt der höchsten Evidenz zu fassen, muss man gerade auf die philosophisch suspekteste Leistung des Bewusstseins achten, die wiederum in einer Frage steckt, wer hat meine Erinnerungen? Ja, wer hat, also man kennt sich selbst nicht gut, ja, deswegen geht man zum Arzt. Jetzt gehe ich mal hier wieder raus, damit ich wieder zu sehen bin. Man kennt sich selbst nicht gut, weil man sich nicht gut genug kennt, braucht man jemanden, der einen vermeintlich besser kennt. Ne? Ja, wer kennt einen besser? Ja, es könnte vielleicht irgendwie der Partner, die Partnerin sein. Das ist aber auch so eine Sache. Wenn man sozusagen aus dem Horizont von Levinas denkt, dann bleibt der andere unendlich anders. Das gilt auch umgekehrt. Also so gut kann der andere einen auch nicht kennen. Und das heißt also, auf der zwischenmenschlichen Ebene ist das eher ein Problem. Also weicht man aus, quasi auf eine allgemeine Ebene. Hier könnte man die Herde wieder sozusagen auf die Herde Bezug nehmen, dass man weicht eben auf eine allgemeine Ebene aus. Wer kennt einen besser? Und ja, sozusagen die Medizin haben Akten über jeden Einzelnen und wie auch immer, die kennt der Einzelne gar nicht. Ja, der kann sie vielleicht einsehen, dann versteht er sie nicht, weil er die Terminologie nicht genau kennt. Und selbst wenn er sie im Groben kennt, dann kennt er sozusagen die geheimen Codes nicht, also sozusagen, was man auch dem Patienten verschweigen will. Aber das ist nicht das Problem. Das ist nur sozusagen ein peripheres Problem, hat damit jetzt gar nichts zu tun, worum es mir hier geht. Also es wäre jetzt keine Kritik an der Medizin. Aber jedenfalls, man lässt sich untersuchen, man geht zu diesen berühmten Vorsorgeuntersuchungen und dann ruft man hinterher an oder vielleicht geht das heute per Mail. Ich habe sowas noch nie gemacht. Aber ich hatte früher mal, ich hatte vor 50 Jahren mal Tuberkulose und da war ich dann hinterher immer noch unter Kontrolle. Und da habe ich dann immer am anderen Tag angerufen. Ne? Das heißt, der kennt einen besser als man selbst. Ne? Er hat die Macht, er hat nämlich das Bild. Er hat das Bild, das man selbst nicht hat. Und sozusagen damit wird man identifiziert. Der kennt einen besser. Und die letzte Frage, die Blumenberg hier formulierte, ist, wer hat meine Erinnerungen? Die Erinnerungen liegen in der Krankenakte. Dort sind sie sozusagen vergraben, naja, nicht vergraben. Sie sollen ja jetzt sozusagen online überall verfügbar sein, und sodass die Medizin ganz schnell alles weiß. Das ist natürlich genau das Ergebnis der Digitalisierung. Damit kann man natürlich auf viel mehr Daten zugreifen und das ist eine ganz bekannte Geschichte. Aber die
Die Pointe hier ist, wer hat meine Erinnerungen? Und sicher gibt es noch mehr Institutionen. Also wenn Sie schon mal gerichtskundig waren, dann haben Sie wahrscheinlich irgendeine Gerichtsakte. Und wenn man in der DDR lebte, dann konnte man auch mit einer Stasi-Akte zu tun haben. Also ein Verwandter von mir, der sich irgendwann aus der DDR ausweisen ließ nach langem Theater, der hat sich dann später seine Stasi-Akte mal angeschaut und mir meine auch gebracht, weil über mich gab es auch eine, die habe ich mir bloß nie angeschaut. Ne? Wer kennt einen besser? Wer kennt einen besser? Also sozusagen die Institutionen, die Daten versammeln, ne? Und die natürlich heute auch viel intensiver, noch einen intensiveren Einblick haben. Wenn Blumenberg das also mehr oder weniger in den späten 70ern, frühen 80ern schreibt, da ist diese Informatisierung sozusagen auf dem Weg. Lyotard wird 79 schon davon schwärmen, nicht schwärmen, aber zumindest reden, dass die Datenbanken zur Natur für den postmodernen Menschen werden. Das ist also schon um diese Zeit schon klar, aber natürlich sind die Dimensionen vor allen Dingen noch nicht erlebbar und erfahrbar. Man hat ja immer Fantasien, gerade sozusagen die Wissenschaften fantasieren über die Zukunft sozusagen gnadenlos. Und fleißige Science-Fiction-Autoren werden das noch intensivieren. Und im nächsten Zitat, da wird die Frage noch auf eine ganz besondere Pointe, gerade im Hinblick auf die Erinnerung gebracht. Ja, wer ist man? Wer bin ich? Meine Erinnerung? Das ist sicher ein zentraler Aspekt. Ich bin, philosophisch, ich glaube, es war nicht Heidegger, irgendein Heideggerianer, sozusagen, also Heidegger, das sind 100 gelesene Bücher. Und ich hoffe, ich komme auch drauf. Sind das meine Anstriche, die ich in den Büchern, die ich hier habe, gemacht habe? Weiß ich ja schon gar nicht mehr, was ich da alles gemacht habe im Laufe von 50 Jahren. Ne? Das wird jetzt nochmal auf eine andere Weise pointiert. Bildschirm teilen, ja, doch, jetzt funktioniert's. Also dann hier 253, die Frage, was bin ich, hat sich im Konjunktiv, was wäre ich, noch nicht in Beziehung gesetzt zu der anthropologischen Grundfrage, was ist der Mensch? Ich bin zwar einer, aber nicht als solcher stelle ich mich in Frage bei dieser Art von Selbsterkenntnis. Und jetzt kommt, ist klar, was bin ich, das ist nicht die Frage, was ist der Mensch? Nur könnte man sagen, also jetzt in Bezug auf die Stellen bei, also auf Blumenberg, die ich schon besprochen habe, das, was bin ich, wird zunehmend zu einer Frage, die mich woanders betrifft als dort, wo ich bin. Und hier geht er auf Max Scheler ein. Also hätte also Max Scheler recht behalten mit seiner fundamentalen These, der Mensch erkennt immer nur das an sich, was er nicht mehr ist, niemals das, was er ist. Das ist, also ich darf nur noch, ich habe ja Scheler gerade schon erwähnt, er ist einer, der zu einem Zeitpunkt, als Ethik nicht gerade Konjunktur hatte, sich intensiv mit Ethik beschäftigt. Gleichzeitig ist er tief religiös orientiert und hat die materielle Wertethik, ich kriege jetzt den Titel nicht ganz zusammen, entsteht etwa in der Zeit des Ersten Weltkriegs, ist im Grunde sein Hauptwerk.
Und er ist auch phänomenologisch orientiert, das muss man ebenfalls sagen. Er ist sozusagen in dieser, er gehört im Grunde zu der phänomenologischen Schule. Und der Mensch erkennt immer nur das an sich, was er nicht mehr ist. Das könnte man dann später fast bei Sartre wiederfinden. Niemals das, was er ist. Was er ist, ja, was ist er? Das ist die Gegenwart, die unfassbare Gegenwart. Er kann eigentlich nur zurückblicken. Das ist aber schon ein Markenzeichen auch der Philosophie. Das hat Hegel schon erkannt. Das wäre eine Erkenntnis für die modernen Wissenschaften, aber die verdrängen das tunlichst, dass sie im Wesentlichen eigentlich nur über das reden können, was nicht ist, was nicht über das reden können, was ist, sondern nur über das, was nicht ist, also über die, nicht über die Gegenwart, sondern im Grunde über die Vergangenheit. Und dass der Blick in die Zukunft einfach Metaphysik ist. Aber jetzt den Einzelnen betreffend, ja, weil er sich im Grunde auch nicht, also sozusagen, weil er im Grunde Probleme hat mit der Frage, was bin ich? Was wäre ich? Ja gut, was bin ich als Mensch? Was ist der Mensch? Diese Fragen, die sich, ja, ich meine, diese Fragen hat früher die Religion beantwortet, die sind nicht mehr, diese Antworten akzeptieren nicht mehr so viele Menschen, selbst die Religiösen sehen das heute in der Regel anders. Ja, weil der Mensch nicht erkennt, was er ist, man diesen Gedanken Scheelers in dieser Form noch etwas weiter spinnt, dann kann man sagen, deswegen braucht es natürlich den anderen, würde Sartre sagen. Das würde auch Lacan sagen. Man braucht den anderen, um sich zu erkennen. Und der andere ist nicht einfach nur der persönliche andere, sondern für sich selbst. Der Mensch kennt sich selbst nicht gut. Da braucht es sozusagen die Institutionen der Wissenschaften, der Bürokratien und so weiter, auf die sich dann ja, das Individuum verlässt. Insoweit hin ist es nicht verwunderlich, jetzt komme ich sozusagen ein bisschen von dort zur Herde im Sinne eines Systems, dass der Einzelne akzeptiert, weil er ja diese Autoritäten anerkennt. Also die Forderung, dass man den Experten, dass man auf die Experten hören soll, das ist ja genau diese Forderung, die sich darin präsentiert. Ja, man weiß es nicht, man kennt sich nicht und schon gar nicht ganz speziell medizinisch in einer bestimmten Art und Weise. Man kennt sich nicht, weil man sich nicht kennt, braucht man die Institution der Medizin, die einen besser kennt. Und eben, man erkennt an sich selbst, man hat seine Erinnerung. Der Mensch ist seine Erinnerung, aber wer hat sie? Wer hat sie und wo sind sie gespeichert? Wenn Sie Ihr Geburtsdatum vergessen haben sollten, können Sie nachfragen. Und wahrscheinlich stimmt das Geburtsdatum ja auch, aber es gibt Regionen auf dieser Welt, von denen ich hörte, dass das Geburtsdatum, das im Pass steht, in der Regel immer falsch ist. Und wenn sich dann Mutter und Großmutter nicht einig sind über das vermeintlich wirkliche Geburtsdatum, dann wissen sie nicht mehr, wann sie geboren wurden. Ne? Ja, dann gibt es eigentlich nur das Dokument, das irgendwo niedergelegt ist. Insoweit hin ist die Erinnerung, er erkennt nur sich in der Erinnerung, aber auch die ist eben sozusagen, die braucht in gewisser Hinsicht Stützen.
Da gibt es eine Strebung bei Blumenberg, die mir natürlich nicht so besonders behagt. Er ist ein Stück weit auch an Arnold Gehlen orientiert, der ja nun von der These ausgeht, dass der Mensch ein Mängelwesen ist. Und das sieht Blumenberg ähnlich. Dem würde ich nicht so ohne weiteres zustimmen. Es ist aber auch nicht so schlimm. Das Gegenargument gegen das Mängelwesen ist, wie kann das Mängelwesen die Evolution überleben? Naja, durch ein paar dumme Zufälle. Müssten zwar ein Haufen sein, aber ist ja auch ein Haufen Zeit gewesen. Und immer wieder durch glückliche Umstände ist die Evolution des Menschen weitergegangen. Eine bestimmte Notwendigkeit, dass in seiner kognitiven Entwicklung wirklich das ganz entscheidend vorangetrieben wurde. Ja, ist auch eine nette These, aber beweisen kann es keiner. Aber auf jeden Fall ist das natürlich, also sind das Elemente, die das Individuum, jetzt sage ich mal ganz salopp, auf die Gemeinschaft verweisen, auf die Institutionen der Gemeinschaft verweisen, auf die, die das Wissen quasi horten, man könnte auch sagen monopolisieren, und ohne die er sich selber nicht verstehen kann, selbst wenn das Wissen, das über ihn dort gehortet wird, selbst wenn das Wissen eigentlich nicht ihn eigentlich gar nicht erfassen kann. Ne? Das ist der Witz, aber man weiß ja um sich selbst auch nicht so genau. Also sozusagen akzeptiert man auch brav, wenn eigentlich ein defizitäres Wissen über einen selbst besser erscheint als das eigene Verständnis, was man von sich selbst hat. Also das ist ein Element, das sozusagen die Massenbildung und die Hordenbildung quasi untermauert. Und damit wieder zurück zu Sigmund Freud und jetzt sozusagen zu seiner Position. Ups, da. So. Ja, ich habe es oben drüber geschrieben, Herdentrieb als unerfüllte Sehnsucht nach der Mutter. Es ist natürlich nicht leicht, die Ontogenese des Herdentriebs zu verfolgen. Die Angst des kleinen Kindes, wenn es allein gelassen wird, die Trotter bereits als Äußerung des Triebes in Anspruch nehmen will, legt doch eine andere Deutung näher. Sie gilt der Mutter, später anderen vertrauten Personen, und ist der Ausdruck einer unerfüllten Sehnsucht, mit der das Kind noch nichts anderes anzufangen weiß, als sie in Angst zu verwandeln. Die Angst des einsamen kleinen Kindes wird auch nicht durch den Anblick eines beliebigen anderen aus der Herde sozusagen beschwichtigt, sondern im Gegenteil durch das Hinzukommen eines solchen Fremden erst hervorgerufen. Das ist natürlich sicher ein ganz interessantes Argument aus der, wie auch immer, Psychologie des Kindes, das Freud hier einführt. Das Kind sucht nicht einfach andere Menschen, sondern sucht ganz bestimmte, die beruhigen es und eben nicht irgendwelche Fremden. Das ist jedenfalls hier die These. Und im Besonderen gilt das eben der Mutter. Das kann man sich sicherlich auch vorstellen, jedenfalls den engsten Bezugspersonen. Und eben irgendeine fremde Person aus der Herde leistet diese Versicherung nicht. Das ist das Argument, das für Freud eben entscheidend ist, im Grunde dafür, dass es keinen Herdentrieb in diesem Sinne gibt, der primär wäre, sondern der sich erst langsam entwickelt und dass er aber einen Ansatzpunkt hat in Bezug auf eine Bezugsperson, auf die engsten Bezugspersonen, aber jedenfalls nicht gleich beliebig. Also die Herde ist nicht für Freud sozusagen primär,
sondern zunächst ist die unmittelbare Beziehung des kleinen Kindes zur Bezugsperson. Wir können wahrscheinlich auch das in den Plural setzen. Es können sicher auch Vater und Mutter sein und so weiter. Das stammt ja natürlich alles noch aus einer Zeit, in der die Väter wahrscheinlich eher Fremde waren gegenüber ihren Kindern. Und also insoweit hatte die Mutter dann sowieso die entscheidende Position, das muss sicherlich nicht so sein und ist heute wahrscheinlich auch nicht mehr unbedingt so. Kann ich aus eigener Erfahrung weder widersprechen noch befürworten. Und Damit ist jedenfalls die Frage, wieso braucht es die Herde? Wieso braucht es die Herde und am Ende doch, wie kommt es zu der Herde? Nicht durch einen primären Trieb, sondern durch spätere andere Entwicklungen. Dazu werde ich dann noch später kommen. Aber jedenfalls, es ist nicht einfach so eine vorgegebene Herde oder eben ein primärer Herdentrieb, der den Menschen kennzeichnet. Und ich denke, das ist eines der Argumente, warum man eben durchaus sagen kann, es ist auch nicht unbedingt alleine nur die Herde, sondern es braucht eben eine Stabilisierung der Herde. Es ist eben einfach nicht nur die Bevölkerung ringsherum, also die Nachbarn oder sowas, oder auch Bezugspersonen, die weiter weg sind, so unter dem Motto, ich habe mehr gemeinsam mit Leuten, die überall auf der Welt sitzen, verstreut und so weiter in ähnlichen Existenzen, als, sagen wir mal, einfach mit meinen Nachbarn oder so. Eine These, die unter anderem Ulrich Beck mit seinen Individualisierungsprozessen formuliert hat. Und so eben kommt hier aber jedenfalls die Frage, wie bei Freud die Herde dann entsteht. Das ist das eine. Und gleichzeitig aber kann man erstmal umgekehrt wieder sagen, ja, das Individuum braucht zur Selbsterkenntnis nicht nur den anderen, sondern mehr als den anderen. Und ja, womöglich auch etwas, auf das er sich besser verlassen kann. Das Urteil meines Nachbarn, jetzt kann ich erst mal wieder stoppen, das Urteil meines Nächsten, meines Nachbarn, engster Freunde, ja, das kann sich ändern. Kann ich mich sozusagen drauf verlassen? Es gibt so Vorstellungen von Freundschaft, die diese ganz heroisieren, die wirklich wahren Freunde und so weiter. Das ist das eine, oder die treuen Freunde, das ist ein Topos, der bei Arendt eine ganz wichtige Rolle spielt. Das halte ich eher für etwas fragwürdig, für etwas dubios. Wenn ich Treue höre, dann denke ich eben an die SS. Und das hat bei mir deswegen einen ziemlich schlechten Ruf, das Wort. Dann tritt an die Stelle, also die anderen sind nicht nur einfach die anderen Nächsten, die unmittelbaren, die sozusagen die Zwischenmenschlichkeit für mich ergeben, sondern in Bezug auf die Fragen, wer bin ich, was bin ich, wer bin ich, Und ich kenne nur mehr oder weniger, was ich nicht mehr bin. Und diese Problemlage verweist schlicht auf Institutionen und Organisationen, wenn man an die Beispiele von Freud denkt, wenn er vom Heer als künstlicher Masse spricht und wenn er von der Kirche als künstliche Masse spricht, dann haben wir dort schon sozusagen genau diese Punkte. Es gibt Freud betont den Heerführer, Freud betont Christus, aber man könnte auch sagen, es ist die Institution. Es sind die Institutionen, die dem Individuum eine gewisse Selbstgewissheit liefern, genau auf diese fragwürdigen Fragen, die er selber nicht beantworten kann.
ja innerhalb von solchen Institutionen mehr oder weniger erheblich stabiler, kontinuierlicher erhält, als sozusagen einfach von seinem Freundeskreis. Da sind natürlich ganz andere Beziehungen entscheidend. Das, denke ich, ist natürlich nicht so mehr oder weniger, also das sollte man nicht irgendwie runterspielen, aber spielt jetzt hier in diesem Kontext für mich nicht die entscheidende Rolle. Und ja, mit Blumenberg ist der Mensch eben ein, wie ich schon sagte, im Grunde ein Mängelwesen. Er ist ein riskantes Lebewesen. Er weiß vor allen Dingen um diese Risiken. Und er ist ein Lebewesen, das leben kann und dabei auch unglücklich sein. Das ist ein Problem, das sich wahrscheinlich in der Tierwelt sonst nicht unbedingt stellt. Und das ist sicher ein besonderes Kennzeichen, dass der Mensch, obwohl er unglücklich ist, trotzdem lebt. Und dass der Selbstmord an dieser Stelle natürlich ein Element ist, sich dem auch zu entziehen. Aber trotzdem, die meisten machen doch nicht Selbstmord und deswegen leben häufig unglücklich. Jedenfalls bekunden viele das. Und insoweit hin sozusagen ist das Existenzrisiko dem Menschen bewusst. Da haben wir die Risiken. Und da könnte man auch wieder auf Ulrich Beck verweisen, die Risikogesellschaft, das heißt eben Individualisierungsprozesse in den letzten Jahrzehnten, das betrifft nun ganz, betrifft im Grunde das letzte halbe Jahrhundert, kann man sagen, oder vielleicht die letzten 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, wo diese Individualisierungsprozesse sicherlich größere Fahrt aufnehmen und wo gleichzeitig damit Risiken bewusst werden. Also man lebt in einer Existenz und braucht da natürlich wiederum die Herde, sozusagen die Versicherung, nicht nur die Krankenversicherung, sondern die Lebensversicherung. Man muss sich gegen Tod und Teufel versichern. Alles Mögliche wird einem da verkauft. Das Rundum-Sorglos-Paket und Ähnliches. Und also insoweit hin, der Mensch als riskantes Lebewesen ist gerade deswegen, ob dieses Bewusstseins des Risikos etwas, das die Rückversicherungen braucht. Und diese Rückversicherungen sind vielfältig, gerade eben aber im Medizinbereich sicherlich ganz wichtig angesiedelt und eben auch in vielen anderen Formen der Wissenschaften. Es ist ja ganz nett, das Zitat will ich dann doch einblenden. Also die Wissenschaft hat sozusagen auch ihre Vorteile beziehungsweise verschafft Freiheiten. Dass sie, die Wissenschaft, Freiheiten verschafft, ist unbezweifelbar. Ich erinnere an die einzige wirklich bedeutende Veränderung des menschlichen Verhaltens in unserem Jahrhundert durch die Kontrazeptiva. Das hat sicherlich das Sexualverhalten der Zeitgenossen in vieler Hinsicht verändert, ganz egal, wie man das einschätzt. Es war jedenfalls, also für Blumenberg ist das sozusagen ein verschafftes Freiheiten. Das finde ich schon interessant. Das heißt natürlich auch, das sind so, ich meine, die Wissenschaften liefern eine Menge den Menschen, die das Leben heute bequemer machen. Nicht nur die Kontrazeptiva, sondern viele Dinge bis hin zum Computer, zum Auto und so weiter. Es ist klar, dass die Zeitgenossen sich davon abhängig machen, beeindrucken lassen und so weiter. Und damit ist es, also gibt es sozusagen die positiven Effekte, die animativen Effekte. Man könnte ja wieder an Baudrillard und die Verführungen sozusagen erinnern, dass damit werden die Zeitgenossen verführt, sich von den Institutionen sagen zu lassen, letztlich wer sie sind.
Dann noch ein Aspekt, auf den ich ganz kurz noch eingehen will. Hier dieses Zitat, das kurze: Der Mensch ist das Wesen, das von Selbstverständlichkeit umgeben ist. Das ist, ja, das bezieht sich auf das Thema der Lebenswelt. Lebenswelt ist ein zentraler Begriff beim späten Husserl gewesen in seiner letzten Schrift, der Krisisschrift, also die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. Und da geht er eben von einem Lebensweltbegriff aus, der hat sich verbreitet. Dann, also heute reden ganz viele von Lebenswelt. Blumenberg kritisiert die Verwendungsweise an anderer Stelle, nicht hier in diesem Buch, in seiner Anthropologie, aber an anderer Stelle kritisiert er selbst den Husserlschen Begriff von Lebenswelt, denn für Blumenberg ist das eigentlich wirklich die reine Selbstverständlichkeit. Darüber kann man eigentlich überhaupt nicht reden. Das ist einfach das, was sozusagen immer schon vorliegt. Und natürlich kann man auch sagen, der Mensch ist von unglaublich vielen Selbstverständlichkeiten umgeben. Auf der einen Seite den Verführungen durch die Techniken und Wissenschaften und durch auch die Institutionen. Ne? Die liefern ihm dieses und jenes, Bildungsangebote und so weiter. Und auf der anderen Seite ist er ein Wesen, das sein Selbstverständnis, dass er vieles überhaupt nicht hinterfragt, dass er einfach als gegeben annimmt, dass er es als selbstverständlich annimmt. Und ich denke, dieser Aspekt ist in der Hinsicht auch ganz relevant, dass man eben die unter anderem die Medizin als etwas Selbstverständliches begreift, eben nicht etwas, in dem Wissen und Macht auf eine ganz harte Weise zusammenspielen, ne? Wie es Foucault in Überwachen und Strafen formuliert. Das ist etwas, was überhaupt sozusagen von den meisten gar nicht gesehen wird, es sei denn, halt in Bezug auf vielleicht die Frage, wie hoch sind die Krankenkassenbeiträge und sind sie zu hoch und so weiter. Also zu niedrig sind sie bestimmt nicht, aber zu hoch. Und sozusagen im Hinblick darauf, ist es eigentlich gerechtfertigt, dass man eine Zwangsmitgliedschaft in der Zwischenzeit in Krankenkassen haben muss. Aus Kirchen konnte man austreten. Also zu Zeiten, als die herrschten, konnte man auch nicht austreten. Wir sind halt genau in dem Zustand etwa bei den Kirchenvätern heute angekommen, nach 400 Jahren Medizin. Sozusagen 400 Jahre Christentum. Man kann nicht mehr austreten aus dem Club. Das wird dann noch etwa, gut 1000 Jahre dauern, bis man vielleicht wieder austreten kann. Aber der Background dazu ist eben auch genau diese Selbstverständlichkeiten, die nicht hinterfragt werden, also die Lebenswelt in einer gewissen Form, und zwar in diesem Sinne, wie Blumenberg das versteht, nicht so als das mehr oder weniger, selbstverständliche, mehr oder weniger, sozusagen, was den gesunden Menschenverstand betreffend, sondern das, was gerade nicht, überhaupt nicht thematisiert wird, das ganze Selbstverständliche, das nicht thematisierte, das verweist, damit will eigentlich Blumenberg den Begriff der Lebenswelt verstehen. Und das finde ich insoweit eben interessant, weil diese Selbstverständlichkeiten genau verhindern, dass über vieles nachgedacht wird. Und das ist auch noch eine ganz witzige Geschichte, die will ich Ihnen doch nicht, das ist eine der brillantesten Stellen in diesen 1000 Seiten. Ich glaube, es sind an die 1000, oder? Aber 700, 800 sind es bestimmt, es ist ein sehr dickes Buch. Und dieses Zitat, das wäre die Hinterfragung der Wissenschaften. Also dieses Zitat hier, 478, das Unbehagen am Zustand und Resultat des wissenschaftlichen Prozesses, das spürbar um sich gegriffen hat, lässt sich auf die anekdotische Form zurückführen, dass am Ende einer über Jahrhunderte sich erstreckenden theoretischen Anstrengung die ratlose, fast unheimliche Frage sich stellt,
Was wollten wir überhaupt wissen? Das ist natürlich eine wunderbar brillante Geschichte, sozusagen. Ja, was wollten wir eigentlich wissen, als die Aufklärung begann? Man könnte auch die Aufklärung noch weit verlängern. Was wollten die Menschen überhaupt wissen? Sagen wir mal 2.500 Jahren, was wollte die Philosophie eigentlich wissen? Und wenn man das jetzt einfach nur mal auf die letzten 500 Jahre oder 400 Jahre bezieht, ja, sagen wir ruhig ab 1500, da beginnt sich ja sozusagen vieles zu ändern um 1500. Da kann man in der Tat fragen, gab es da, was wollten wir wissen? Was war das? Was aber hier natürlich auch interessant ist, dass das Unbehagen am Zustand und Resultat des wissenschaftlichen Prozesses, das spürbar um sich gegriffen hat, lässt sich auf die anekdotische Form und so weiter, das ist jetzt nicht mehr das Problem, sondern diesen Aspekt, ich denke, der hat sich geändert. Das ist die Verlängerung von Husserls Krisenschrift, der am Anfang eben auch letztlich feststellt, dass sich eine große Skepsis gegenüber den Wissenschaften ausgebreitet hat, dass die entsteht vor seinem Tod. Also etwa um 1936 herum. Und ja, klar, nach dem Ersten Weltkrieg und auch am Ende des 19. Jahrhunderts, dem wissenschaftlichen Jahrhundert, dem positivistischen Jahrhundert, da hat sich Skepsis breit gemacht. Und Husserl stellt ja eben in der Krisenschrift am Anfang fest, dass die Wissenschaften auf die großen Fragen der menschlichen Existenz keine Antworten mehr haben. Und also jetzt nicht ganz banal und platt nach dem Sinn des Lebens, aber eben nicht, sie sind fern abstrakt geworden. Und das gilt sicherlich ja, für manche Wissenschaften nach wie vor. Naja, was verstehen wir wirklich, wenn wir das Bild vom Schwarzen Loch gesehen haben? Na, also da muss man sich schon intensiver damit beschäftigen, damit einem das überhaupt was sagen kann und nicht bloß so, aha, da gibt es schwarze Löcher, gut, gut. Das ist ja auch weit und fern und betrifft uns eigentlich nicht. Ist also so ein Luxuswissen, das man haben kann, aber auch nicht braucht. Und aber nein, wir haben natürlich, und da würde ich auch sagen, in diese Leerstelle oder diesen Mangel an Antworten, den die Wissenschaften mehr oder weniger seit Beginn des 20. Jahrhunderts nicht, also den sie praktisch beseelten, also sie hatten einfach, da fehlte diese Fragestellung oder die Antworten, die sie den Menschen nicht mehr geben wollten, konnten, im Grunde auch ganz vernünftig, können sie auch gar nicht. Aber seit der Aufklärung versteht sich der Mensch als mehr oder weniger der wissenschaftliche Mensch. Husserl spricht so etwas altertümlich von europäischem Menschentum, das sich als wissenschaftlich seit dem 18. Jahrhundert begreift. Da ist eigentlich einiges dran. Die Wissenschaften, das hört man ja heute, also wenn heute geredet wird, ja, die Wissenschaften haben das gesagt und jetzt musst du das auch tun. Ne? Das ist in der Tat eine Religion geworden dann. Und da wäre sogar die Entfremdung die positive Seite und offenbar bis in die 70er, 80er Jahre, das ist ja auch die Zeit der entstehenden Ökologiebewegung, da war man eher skeptisch gegenüber den Wissenschaften. Bis sie heute sozusagen die Ökologie verinnerlicht haben, jetzt glaubt man plötzlich wieder an die Wissenschaften, die dadurch aber auch nicht in irgendeiner Weise sozusagen begründeter wären. Jetzt haben sie vielleicht Antworten auf manche Lebensfragen. Und das hat sich gerade mit der Ökologie gezeigt, dass das sehr praktische Antworten sein können. Jeder kann sozusagen auf sein Hausdach Sonnenkollektoren stellen und so weiter und kann sich
ökologisch benehmen, orientieren. Ich denke, da hat sich was geändert. Hier verlängert Blumenberg sozusagen ein Verständnis, das sich um die Jahrtausendwende doch anders gebildet hat, nicht zuletzt dadurch, dass die Verwissenschaftlichung, das heißt die eigentlich nicht Verwissenschaftlichung, sondern die Technologisierung, jetzt verwende ich den Husserlschen Begriff der Lebenswelt, dass die Technologisierung, die Digitalisierung der Lebenswelt, der Arbeits- und Lebenswelt, also das ist jetzt gar nicht nach Blumenberg, dass diese Digitalisierung natürlich den Einzelnen in unglaublich starkem Maße quasi in abhängig gemacht hat und Bezug nehmen ließ zur Technik und damit natürlich auch zu den dahinter stehenden Wissenschaften. Und dass dieses Renommee, was sich Informatik und Elektrotechnik sozusagen erworben haben, das strahlt natürlich auch aus auf andere Bereiche, vor allen Dingen auch im Zusammenspiel. Man denkt nur an die mehr oder weniger technologisch neuen Möglichkeiten der Medizin. Und also sozusagen, da bildet sich ein System, das durchaus Antworten auf die Fragen der Menschen hat und deswegen auch vertrauenswürdig ist. Und ja, die Frage ist jetzt sozusagen noch einmal Herdentrieb und auf der anderen Seite Herdentrieb und auf der anderen Seite eben der Führer. Damit zurück zu Freud. Da muss ich hier alle. Doch, hier sind wir. Dann merkt man beim Kind lange nichts von einem Herdeninstinkt oder Massengefühl. Ein solches bildet sich zuerst in der mehrzähligen Kinderstube aus, dem Verhältnis der Kinder zu den Eltern, und zwar als Reaktion auf den anfänglichen Neid, mit dem das ältere Kind das jüngere aufnimmt. Das ältere Kind möchte gewiss das Nachkommende eifersüchtig verdrängen, von den Eltern fernhalten und es aller Anrechte berauben, aber angesichts der Tatsache, dass auch dieses Kind wie alle späteren in gleicher Weise von den Eltern geliebt wird und infolge der Unmöglichkeit, seine feindselige Einstellung ohne eigenen Schaden festzuhalten, wird es zur Identifizierung mit anderen Kindern gezwungen und es bildet sich in der Kinderschar ein Massen- und Gemeinschaftsgefühl, welches dann in der Schule eine weitere Entwicklung erfährt. Also hier ist sozusagen, da entsteht die Gemeinschaft in der Kinderstube, naja, wahrscheinlich habe ich das deswegen nicht, weil ich war Einzelkind. Und jetzt gehe ich mal ganz schnell hier noch weiter. Wir sind ja hier sozusagen kurz vor dem Ende. Dadurch, also sozusagen die Herde entsteht für Freud letztlich durch die Identifikation mit einem Herdenführer. Und der Gleichheit, die alle Herdenbeteiligten, also die Schafe, diesem gegenüber entwickeln. Da wird hier ein hübsches Beispiel gebracht, eben von hier schwärmerisch verliebten Frauen und Mädchen, die den Sänger oder Pianisten nach seiner Produktion umdrängen und so weiter. Und sie sich quasi mehr oder weniger als Gruppe verstehen und das ist quasi das Idol. Und dieses Idol zentriert sie auf eine Art Gleichheit, auf eine Art Gemeinschaft. Ja, ich meine, das kann man durchaus in der Popmusik an vielen Stellen finden. Ich war da, da sind die Fans der verschiedenen Popgruppen. Da sind, das kann, also da kann man sicherlich am deutlichsten sehen, wahrscheinlich bei den Wagner-Festspielen in Bayreuth ist das wahrscheinlich nicht so ganz so evident, obwohl das dort genauso der Fall ist. Aber man denke nur an die berühmten Bilder von kreischenden Fans bei den frühen Auftritten der Beatles, die wie auch immer eine Art
Herde damit präsentierten. Und das heißt eine Bezugsperson. Der entscheidende Punkt ist diese Bezugsperson. Und die wird quasi in gewisser Hinsicht, die tritt an die Stelle, das ist dann der letzte Punkt hier, die tritt an die Stelle des von Freud so benannten Ich-Ideals. Also man identifiziert sich mit einer bestimmten Person. Für Freud ist das ganz entscheidend für die Herdenbildung. Das hat er eben schon bei Kirche und bei Militär deutlich gemacht. Ich würde an dieser Stelle doch eher sagen, es sind die Institutionen, ne? Und nicht allein die Repräsentanten. Natürlich braucht es auch Personen in diesem Zusammenhang. Das sieht man ja. Es werden ja von den Medien, werden ja solche Führungsgestalten quasi produziert. Und das sind dann Orientierungsfiguren, auf die man sich selber projiziert und deren Repräsentation man quasi verinnerlicht und übernimmt. Sozusagen dazu, es wäre nicht, man würde sich nicht mit irgendeinem Popstar irgendwie identifizieren, wenn der nicht eine bestimmte Musik produzieren würde. Also das gehört schon dazu. Und wenn also nicht eine bestimmte Struktur da ist, dann, ja, es gibt so spontane Massenbildung, aus welchen Gründen auch immer, aber meistens haben die auch wiederum andere Gründe, sodass in dem Fall meine These eben die ist, dass sozusagen nicht nur einfach dass die Führungsperson wichtig ist, aber nicht so zentral, wie Freud sie macht. Man könnte auf Hegel verweisen, es ist dann die Institution der Gemeinschaft der Philosophen, die den absoluten Geist verkörpert. Es ist der Staat, der den objektiven Geist verkörpert, und man orientiert sich an diesem Staat, der dann anerkannt ist, wenn seine Institutionen gut funktionieren. Und die natürlich gleichzeitig intensiviert werden, diese Anerkennungsstrukturen, wenn dann auch noch, wie auch immer, Führungspersönlichkeiten vorhanden sind. Das kann man, ja, Max Weber kritisiert eben den Mangel an Führungspersönlichkeiten in der Weimarer Republik und auch schon im Kaiserreich, kritisiert die Honoratiorenparteien, die keine charismatischen Führer hervorbringen. Aber auf der anderen Seite ist die Basis aller politischen Herrschaft ist letztlich die Bürokratie. Das sich ja auch schon sehr, sehr lange, das kann man wahrscheinlich bis ins Römische Reich zurückverfolgen. Und sozusagen die Verlässlichkeit, die wissen, was man selber über sich nicht weiß. Also damit könnte man sozusagen diese Vorstellung vom Ich-Ideal noch ein bisschen anders gestalten, indem man sagt, ich weiß ja nicht, wer ich bin, und ich schaue in meine Vergangenheit und andere wissen mehr über mich. Und die brauche ich auch deswegen. Die wissen, also wie auch immer, der A2 hat alle möglichen Daten und kann sagen, ja, aber sie hatten das damals so und so und so. Solche Geschichten. Der kennt den Einzelnen besser als der sich selbst, und er kann ihn, er hat zwar auch ein Problem mit der Gegenwart, er hat genau das Problem mit der Gegenwart, aber er ist ja der andere. Also er sieht ja seinen Kunden, sieht er ja eben als Gegenüber, und insoweit hin sieht er ihn anders an als der sich selbst. Das ist dasselbe Verhältnis, auch wenn es jetzt sozusagen ein medizinisches ist, das Sartre beschreibt. Und insoweit hin würde ich eben sagen, die Herdenbildung, die sich in der Corona-Politik präsentierte, diese Herdenbildung lässt sich einerseits mit Freud und wenn man das ein bisschen erweitert und ergänzt, noch etwas genauer fokussieren. Ja, da werde ich weitermachen. Ich muss mal sehen, es ist immer dasselbe. Ich habe immer viel zu viel Material, aber das ist jedes Mal dasselbe. Mal schauen, vielleicht mache ich hier noch weiter oder auch nicht, und ich komme zum nächsten Thema. Wahrscheinlich komme ich eher zum nächsten Thema und versuche noch wieder was rüberzuziehen, und meine Medienstrukturen bleiben wieder mal auf der Strecke. Die muss ich jetzt mal nach vorne schieben. Ja, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit,
Und wann immer, wer das wann immer wo sieht auf der Welt und zu welchem Zeitpunkt und dann auch bis je nachdem nächste Woche oder irgendwelche Wochen. Vielen Dank für den Vortrag. Es ist jetzt wieder die Möglichkeit, hier Fragen zu stellen bei uns im Live-Chat. Der Livestream hängt ja mit der Zeit der Realität immer ein wenig hinterher. Deswegen werde ich jetzt etwas warten, bis Fragen auftauchen. Solange habe ich also eine eigene Anmerkung oder ja, vielleicht schaffe ich es auch, eine Frage daraus zu machen. Ich fange einfach mal an zu reden. Muss ja auch keine Frage sein. Das eben bei Freud, also Sie haben ja das selbst gesagt mit der Popkultur und mit dem Popstar, dass dort die Identifikation stattfindet. Und das scheint, oder da ist die Frage, wie hängt das? Weil da, also daran habe ich auch gedacht, als ich diese Freud-Stellen gelesen habe. Das ist da ja ganz evident. Also man sieht den Pop- oder Rockstar auf der Bühne und die Masse vor der Bühne und die Masse konstituiert sich wirklich als Masse und der vorne steht oder die Gruppe, die vorne steht, als Individuen. Aber gibt es dort auch eine Vermittlung von dieser Person zur Institution? Und zu welcher Institution vermittelt der Rock- oder Popstar eigentlich? Na, ich meine, das ist die Musik. Das ist je nachdem, was, also in dem Fall ist es ganz klar die Musik. Also das ist die Institution. Und ich meine, die Leute kommen, weil ihnen diese Musik gut gefällt. Und das ist aber ein Teil einer gesamten Musikszene, einer Musiktradition. Also wir haben da auch Bürokratien, aber die sind natürlich minder bedeutend als in anderen Bereichen. Natürlich, im Vergleich zum medizinischen System spielt das Bürokratische keine so große Rolle. Und dann gibt es ja dieses seltsame Phänomen, dass es ja Leute gibt, die sind berühmt für etwas, aber man weiß gar nicht warum. Die sind berühmt, weil man sie oft sieht. Und sie haben vielleicht gar nicht ein eigenes Gebiet, das sie tun. Sie tauchen einfach immer wieder auf. Ja, wenn man, je nachdem, also in Medien tauchen immer wieder Leute auf. Und man kommt natürlich auch auf die Bezüge an, wenn man zur bestimmten Sportart, also ich habe zu Tennis überhaupt keinen Bezug, aber man hört die Namen im Radio, man kennt sie trotzdem. Ne? Ich weiß nicht die Regeln, ne, von Tennis. Also ist das so ein Fall. Beim Fußball kenne ich ja wenigstens noch die Regeln. Ne? Mehr oder weniger. Heute, ob ich die heute noch weiß, weiß ich auch nicht. Aber jedenfalls da würde ich sagen, das sind halt so Berühmtheiten, von denen man je nachdem, welchen Bezug man dazu hat, das ist, aber ich würde sagen, die Institution ist in dem Fall nicht einfach eine Großorganisation, wie das Gesundheitswesen, die staatliche Bürokratie, aber es ist die Gesamtorganisation, die rings in der Musikindustrie auch zusammengefasst wird, in der Kulturbranche. Ja, wir haben eine Kulturverwaltung, also Theater, Konzertsäle und so weiter, der Gasteig in München. Das sind die Orte, die auch der Staat bereitstellt dafür. Also ich denke, da haben wir. Und in dem Fall würde ich halt sagen, der Bezug ist unmittelbar zu der Musik, die der betreffende Popstar bietet und die den Fan eben zum Fan macht. Naja, und da kommen dann natürlich auch Sekundärgeschichten dazu. Über diese Popstars wird ja auch dann immer wieder erzählt und berichtet und so weiter in den verschiedenen Medien. Also wenn ich im Autoradio Bayern 3 drin habe, dann wird da auch immer wieder erzählt, wer was, wann, wo und so weiter gemacht hat.
und was er sonst so tut und denkt und dergleichen. Und das wird bei den ganz Berühmten ja richtig gehend auch verbreitet. Also da würde ich sagen, da sind dann weitere Identifikationen. Ich gebe ja selber zu, als Rolling Stones Fan, ich bin natürlich wegen ihrer Musik Fan der Rolling Stones, aber sie verkörpern für mich auch immer noch ein bisschen die Bad Boys der Rockgeschichte. Und das waren sie zumindest mal in den 60ern. Und im Gegensatz zu den Beatles, das waren eben irgendwie immer die Braven. Und die Musik war auch immer mehr etwas zu brav. Und deswegen bin ich immer noch irgendwie Rolling Stones Fan. Ich habe mich aber auch nicht weiter groß um die Popmusik gekümmert. Also die höre ich immer en passant. Da bin ich halt mehr oder weniger dort hängen geblieben, kann man so in etwa sagen. Ja, das ist ja vielleicht ein Aspekt, dass man also es ist ja auch bei Max Weber in dem charismatischen Führer, er bringt einen komplexen Zusammenhang auf eine einfache Formel. Das macht sein Charisma aus. Und das ist ja vielleicht auch bei dem medialen Star, dass er eine Haltung zur Welt, die eigentlich, ich weiß, ein Schriftsteller expliziert das und braucht dafür viele, viele Seiten. Und ein Rockstar sagt vielleicht einen Satz und daraus, und ansonsten daraus hat man eine komplexe Haltung zur Welt, wird er auf einen Punkt gebracht. Ja, und außerdem die medialen Bilder, die von ihm erzeugt werden und eben die Geschichten, die ringsherum erzählt werden. Also das ist, aber ich würde sagen, das sind Identifikationsfiguren halt in verschiedenen Bereichen. Und natürlich sind hier die Zeitgenossen nicht nur definiert durch eine einzige Institution, aber es gibt halt für manche Sachen entscheidende Institutionen. Und da deswegen ist das Gesundheitswesen sicher eine der entscheidenden Institutionen geworden, die gerade das Selbstverständnis des Individuums prägen und damit eben auch diese Struktur und die persönliche, ich meine am Anfang von der Massenpsychologie schreibt Freud immer mindestens zweimal und man hat ja seinen Arzt. Also sozusagen die Bezugsperson zwischen Psychoanalytiker und Patient ist eh klar. Da gibt es ja 1000 Stories der Übertragung, dass die nicht so selten miteinander Sex haben und so weiter. Also solche, oder dass sie sich zumindest wünschen. Also die Bezugspersonen innerhalb der Medizin sind einerseits sicher sehr konkret, aber das ist sicher auch heute eher verblasst, weil man ja, wer hat denn noch so wirklich einen Hausarzt? Meine Eltern hatten einen Hausarzt, ja, der kam gelegentlich, hat sich quasi um die Familie gekümmert. Ich glaube, das ist heute ziemlich out. Und selbst es gibt ja immer noch Hausärzte, aber die haben nicht mehr den Bezug zu den Einzelnen in dem Maße. Dafür ist dann die Institution als Ganzes, das sind viele und dann sind es natürlich die Repräsentanten, die mehr oder weniger Professoren, ne, die in den Medien dann präsentiert werden. Die verkörpern dann sozusagen bestimmte Bereiche, natürlich nicht unbedingt das Ganze, aber Herr Montgomery spielt auch irgendwie ein Stück weit repräsentiert, Weltärztebundpräsident oder sowas. Und war ja, glaube ich, vorher Marburger Bundpräsident, wenn mich nicht alles täuscht. Also auf jeden Fall war er auch ein Ärztepräsident. Mein Gott, der ist wahrscheinlich jetzt nicht so berühmt bei der Medizinbevölkerung, kann man sich vorstellen, aber dafür eben andere, die mit bestimmten Wissen glänzen, ne? Gerade eben in bestimmten Bereichen. Und wenn es eben gerade um Epidemien geht, dann sind die Epidemiologen diejenigen, die Autorität verkörpern. Und die man dann, deswegen muss man ja sagen, da gibt es sicher einen Bruch. Da gibt es einen Bruch. Und das, was der Blumenberg da, ich sage ja im Anschluss an Husserl, bemerkt, dass der Zweifel an den Wissenschaften größer geworden wäre, diese Geschichte hängt auch, beziehungsweise ist so ein indirektes Spiel zu indirekt zusammen, dass man sagen kann, man ist auch skeptisch geworden, aber gleichzeitig
Ja, weil man skeptisch geworden ist, müssen die Medien gerade in so einem Fall wie einer Epidemie, und die wollen, dass die Bevölkerung mitspielt, dann müssen die natürlich auch mehr oder weniger ein bisschen Identifikationsfiguren präsentieren. Ne? Die sind nicht unmittelbar, also man muss jetzt nicht ein Liebhaber von Herrn Drosten werden. Mhm. Ne? Das ist nicht unbedingt nötig, oder der RKI-Chef. Aber es sind die Repräsentanten. Und ich würde sogar eher sagen, wichtig sind dann in dem Fall sozusagen die Experten, die eben sagen können, das ist das und das und so weiter. Und dahinter steht die Autorität des Großordinarius. Der hat das beste Wissen. Wahrscheinlich sind seine Oberärzte schlauer als er, aber für das mediale Publikum sind das die Bezugspersonen. Ja, da hatte ich ja auch den Eindruck, dass eben, also Virologen haben jetzt sehr viel Sendezeit bekommen, sie sind medial sehr oft aufgetaucht, zu sehen gewesen. Und da gab es eben verschiedene Virologen, auch mit verschiedenen Standpunkten. Und jeder konnte so Fan von einem Standpunkt sein. Man konnte sagen, okay, ich bin für das Team Drosten oder ich bin für das Team, die anderen Namen fallen mir gerade nicht ein. Und so konnte man diese Identifikation durchführen. Ja, klar. Klar, also ich meine, da ist schon noch ein bisschen was übrig von einer Wissenschaftskultur. Aber durch die mediale Vermittlung ist die natürlich weitgehend in den Hintergrund getreten. Also das und eben nach dem, man muss der Bevölkerung einfach Wissen verkaufen. Ne? Und das muss für sicher erklärt werden. Für wahr, für objektiv und so weiter. Und da darf man nicht so viele Zweifel aufkommen lassen und in Fragestellungen und damit auch die Aggressivität gegenüber Kritikern. Das ist sicher der Punkt. Das ist eben mehr oder weniger, das war die Corona-Politik. Das ist Politik und nicht Medizin. Aber die hat sozusagen die Macht im Grunde der Medizin präsentiert. Ja. Im Chat haben wir eine Bemerkung von Ulrich Hermanns zu Blumenberg. Blumenbergs Pirouetten tanzen gequält um die Eckpfeiler des kantischen Universums. Ja, soweit kann ich dem folgen und zustimmen. Und dann, der Raum des universitären Diskurses fesselt sein Sprechen. Metaphysik als totalisierende Obsession ohne Unbewusstes. Und jetzt ist etwas Neues aufgetaucht. Also will sagen, dass wirklich andere Züge zum eigenen Selbst gibt. Literatur, Kunst und eben kaum Philosophie. Ja, ich meine, mir ging es ja hier um einen ganz bestimmten Aspekt. Ich habe ja nicht sozusagen über Blumenberg als Ganzes gesprochen, sondern um ganz bestimmte Aspekte aus seiner Anthropologie. Und die, finde ich, weil es um Visibilität geht, dazu bin ich ja jetzt nicht mehr im Weiteren gekommen. Deswegen hat mich das sozusagen interessiert und die Aspekte über das, was wissen wir über uns selbst, fand ich interessante Bemerkungen. Dass er selber nicht psychoanalytisch drauf ist, ist klar. Mir ging es hier um diesen Aspekt der Visibilität und damit auch sozusagen der Weg in die Medialität. Das ist die Linie gewesen. Und sozusagen, ich will ja sozusagen Psychologie und Medialität, die will ich ja im Grunde miteinander vermitteln. Okay, gut. Wir haben es jetzt schon nach 22 Uhr. Ja, können wir auch durchaus aufhören. Genau. Ich bedanke mich nochmal bei Ihnen. Ich danke auch. Nächste Woche geht es weiter, Ja, es geht weiter. Genau. Auswendig weiß ich nicht, was ich nächste Woche vorhabe, aber... ich habe es gerade hier, also Freuds Kulturtheorien, Leonardo da Vincis Bildphilosophie der Natur, die mediale Massenpsychologie Siegfried Krakauers. Ja, genau, Krakauer ist von Caligari zu Hitler.
ist in der Hinsicht wirklich sehr, sehr interessant. Genau, morgen geht es bei uns auf dem Kanal weiter mit Emanuel Seitz, Einführung in Schopenhauer. Genau, und damit verabschiede ich mich jetzt. Auf Wiedersehen. Tschüss.